Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Ready of Ready MC. Was geht ab und welcome back zu einem neuen Video von mir auf diesem Kanal. Ja Freunde, ihr seht's am Titel und auch am Thumbnail. Heute machen wir mal was Interessantes, was Cooles, sowas, was wir noch nie gemacht haben. Und zwar sind wir mal wieder auf einer Webseite unterwegs und die Rede ist von either.io bzw. would you rather, was so viel bedeutet wie würdest du eher oder würdest du lieber. Und das ist ein Spiel, wo man zwei Auswahlmöglichkeiten hat und man muss sich für die entscheiden, die man eher oder lieber machen würde. Und ich finde das ziemlich spannend. Man sieht dann auch die Ergebnisse, wie die ganzen anderen Leute abgestimmt haben. Zum Beispiel jetzt hier in dem Beispiel hier. Would you rather be hung by a noose oder be decapitated by a guillotine? Be hung by a noose heißt erhängen werden an so einem an so einer Schlinge. So viel bedeutet das. Oder man hat hier, wie schon vorhin gesagt, die Möglichkeit, von der Guillotine irgendwie gedingst zu werden. Und da haben sich mehr Leute dafür entschieden, was eigentlich auch verständlich ist. 70%, also hier 1 Million ungefähr insgesamt. Weil der Schmerz dann beim Tod praktisch gar nicht da ist. Weil Guillotine fällt von oben runter. Du bist tot, wenn dein Kopf weg ist. Und hier hast du halt, musst du halt leiden, ne? Musst du halt etwas länger leiden. Und ja, Freunde, ich würde mal sagen, wir labern hier nicht lange drum herum und starten hier rein in eine frische Runde. Would you rather be attacked by 50 duck-sized horses? Also würdest du lieber oder eher von 50 entengroßen Pferden attackiert werden oder von einem Pferdgroßen Ente attackiert werden? Was wäre lieber? Muss ich mal ganz kurz überlegen. 50 Horses, die so wie Ente, wie so eine Ente sind. Oder von der Größe her. Oder von einer Ente, die so groß wie ein... Ich glaube, ich würde das lieber machen. Ich weiß es nicht. Also hier... Was wird die Ente denn machen? Die Ente könnte mich ja theoretisch mit dem Schnabel dann halt attackieren, so einen auf den... Ah, ich weiß nicht, das ist eine schwierige Frage, ey. Oder 50 Pferde, aber die können dich dann halt komplett umrennen, ne? Die können dich dann halt komplett umrennen, aber ich glaube, die sind dann nicht gefährlich. Pferde sind dann in dem Fall nicht so gefährlich. Ich mach mal das. Okay, wir sind sogar in der Mehrheit. Und zwar 701.000 haben hier gesagt, ja, das erste. Und hier 641.000 das andere. Das fand ich aber spannend und schwierig gleichzeitig. Weiter geht's. If you were trapped on an island, would you rather? Also wenn du auf einer Insel gestrandet wärst und dort halt lost wärst, so ein auf den, und dort gefangen wärst, würdest du lieber alleine dort gestrandet sein oder mit jemandem, den ich hasse? Okay, das sind so gute Fragen, ne? Freunde, Daumen hoch, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt. Mir macht das so viel Spaß. Und das ist mal so eine neue Experience mit diesen Webseiten, die es halt gibt, wo man halt diese coolen Spielchen machen kann. Und ich finde das halt voll nice. Wenn ich alleine gestrandet bin, habe ich nicht viele Möglichkeiten zu überleben. Man kann es, aber es wird schwierig sein alleine. Wenn man mit jemandem zusammen ist, den man hasst aber... Dann ist man aber trotzdem noch mit jemandem zusammen auf der Insel zu zweit. So, und da muss man überlegen, kann man zu zweit mehr schaffen? Ja, aber zu zweit braucht man dann noch mehr Sachen wie Nahrung, Trinken, Platz zum Hausen und so. Deswegen, ich weiß nicht, ich würde es alleine versuchen. Weil man könnte sich vielleicht mit der Zeit anfreunden mit dem Typen, den man jetzt nicht so mag. Aber... Ich finde das hier attraktiver. Okay, das war... Okay, 34% nur. Okay, also dieser Kommentar, der hier am meisten geliked wurde, sagt praktisch aus, dass die Rivalität, die dann bestehen würde, wenn man zu zweit auf der Insel wäre, ne, die Rivalität, dadurch, dass man halt den Typen hasst und so und der andere dann einen auch hasst, dass diese Rivalität die Zeit totschlagen wird, dass einem dann nicht langweilig wird, so einen auf den, und alleine... Kann man das eben nicht machen, da ist dann einem langweilig. Okay, das Argument verstehe ich auf jeden Fall. Aber ich habe da mehr so auf den Ansatz geguckt, wie man überlebt dann
in dem Falle. Okay, Freunde, die nächste Frage ist ziemlich nice. Would you rather live in Hyrule, live in the Mushroom Kingdom? Ne, Hyrule halt Zelda-Universum und Mushroom Kingdom das Mario-Universum. Wir kennen es natürlich. Beziehungsweise nicht Universum, halt Hyrule, der bekannte Ort mit Zelda, mit Link und das Mushroom Kingdom. Das Pilzkönigreich mit Peach, mit Mario und so weiter. Ja, das mit Universum war vielleicht jetzt nicht so richtig formuliert. Auf jeden Fall muss ich mal kurz überlegen. Ich nehme mal bei Hyrule Zelda Breath of the Wild, bringe ich meinen in den Vordergrund, weil ich das auch das einzige Zelda-Spiel ist, das ich gespielt habe. Und bei Mushroom Kingdom nehme ich einfach mal, keine Ahnung, von Mario Bros. U, was mir jetzt spontan einfallen würde. Und ich finde dann Hyrule eigentlich schon spannender. Da sind zwar viel mehr Gefahren, ne, wenn man jetzt auch auf Breath of the Wild achtet, rund um Hyrule, ne, mit den ganzen Wächtern oder was auch immer, aber ich finde das schöner. Und ich liege in der Minderheit. Guck mal, der Kommentar hier, 239 Likes wahrscheinlich oder was auch immer diese 239 bedeutet. Guck mal, 8 Jahre einfach schon her. I could never deal with all the clouds and hills having eyes. Das ist ein krasses Argument, das stimmt auch. Er hat sich, by the way, auch hierfür entschieden. Und ja, es ist anscheinend irgendwie sehr zwiegespalten. Would you rather live in a world where everything is written in Comic Sans? Or live in a world where the only music that existed was Call Me Maybe? Oh mein Gott, also, entweder ist man, lebt man in einer Welt, wo alles in der Schriftart Comic Sans geschrieben ist. Und ich finde das gerade komisch. Oder in einer Welt, wo nur Call Me Maybe als Song verfügbar ist. Und da ich sehr viel Musik höre und das jetzt nicht so mein Musikgeschmack ist, würde ich auf jeden Fall das sagen. Zu 100%, 80%. Was ist das für eine dumme Frage? Vor allem die Schriftart Comic Sans. Ich kann die euch mal kurz zeigen. Ja, guck mal hier zum Beispiel, das ist die Schriftart Comic Sans. So, what the fuck? Die ist nicht mal schlimm. Und was soll denn da alles geschrieben sein? Also es gibt ja vieles, was geschrieben sein kann, aber das ist doch niemals so relevant als Musik. Also das juckt mich doch nicht, in was für eine Schriftart, was auch immer geschrieben ist. Ein Buch, eine Aufgabe, eine Klausuraufgabe, was auch immer, juckt mich doch nicht. Ich will meine Mucke hören. Okay, Freunde, machen wir mal die letzte Frage für heute. Und zwar, would you rather live in an anime or live in a Disney-Cartoon? Da ich Animes heutzutage gar nicht mehr schaue, außer früher gerne Beyblades, Metal Masters, Metal Fusion, so Sachen wie Chihiros Reise ins Zauberland, Mein Nachbar Totoro, das ist halt ein Klassiker und feiere ich übertrieben, ist halt auch in diesem Anime-Stil. Und da ich sowas aber heutzutage jetzt nicht unbedingt krass schaue und früher halt so geschaut habe, aber dass ich das jetzt nicht unbedingt krass brauche, würde ich dann sagen, live in a Disney-Cartoon, weil von Disney schaue ich heute immer noch relativ viel. Und wenn man sich mal so ein Cartoon vorstellt, da ist ja die Welt dann auch sehr, sehr positiv, sagen wir mal so. Und wahrscheinlich dann auch in einem sehr interessanten Cartoon-Stil, in einem kindlichen Cartoon-Stil, so ein auf den, also auf jeden Fall dann ja das. Und wenn man in einem Anime leben würde, da passieren ja die krassesten Sachen. Da passieren ja die krassesten Sachen. Das ist schwierig gerade. Da passieren ja die krassesten Sachen. Und hier ist es dann eher so, da gibt's aber auch wunderschöne Welten da bestimmt. Ich nehme, glaube ich, trotzdem das. Okay, ich bin knapp in der Mehrheit. Aber guck mal, hier auch sehr zwiegespaltene Meinungen. Man kann da auf jeden Fall diskutieren über die Sachen. Und ja, Freunde, ich würde sagen, das sollte es von dem Video gewesen sein. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare zu either.io, beziehungsweise zu Would You Rather, würdest du lieber, würdest du eher. Und schreibt auch mal, was ihr bei bestimmten Sachen, was ihr da genommen hättet und warum. Das würde mich mal interessieren. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Checkt meine Social Medias auch in der Beschreibung ab. In dem Sinne, haut rein, habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.